Was ist denn, man darf man nicht hätte sagen? Ja? Ja, aber es geht ja hier um den Kontext, eine Sache ist passiert. Etwas ist passiert, man hat es sich anders gewünscht und erhofft. Und es ist also entgegen der Vorstellung eingetroffen und dann sagt man, hätte ich doch so und so gemacht, yani, dann wäre es vielleicht passiert. Im Hadith bei Bukhari, das ist ein langer Hadith, geht um den Hajj, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. Wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist, ja, oder hätte ich noch die Wahl sozusagen, dann hätte ich den Hadi nicht geführt, also dieses Schechtier. Die Ulama sagen, in der Kombinierung dieser Hadith, dass es erlaubt ist, etwas auszudrücken im Sinne des Bedauerns. Dass man bedauert, etwas nicht anders gemacht zu haben. Ja? Aber es ist nicht erlaubt, es zu sagen im Kontext, wie soll ich sagen, ja, für Mu'aradat al-Qadr. In Form einer, ich sag mal, eines Widerspruchs zum Qadr. Nicht? Wenn man ja, das so sagt, als ob es hätte anders kommen können. Anders als der Al-Qadr, als die Bestimmung. Aber nicht, wenn man es nur sagt, aus Bedauern, nicht? Dann ist das legitim und nicht makruh, wie es hier in dem Hadith auch der Fall ist.